Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie man unter Yahoo Mail E-Mails automatisch in bestimmte Ordner lenkt. Ich habe dazu einige Testordner angelegt und werde nun dafür sorgen, dass alle E-Mails, die von Google kommen oder die im Betreff den Begriff Google enthalten, automatisch in den Ordner mit 5x A verschoben werden. Dazu gehe ich auf Einstellungen, dort auf weitere Einstellungen. Dort auf Filter. Ich setze einen neuen Filter, gebe dem Filter einen Namen, in diesem Fall Google Filter, und kann nun die Regeln festlegen. Die erste Regel betrifft den Abschnitt von, da kann ich also auswählen, von wem die E-Mails kommen. Dort sage ich enthält Google. Somit werden alle Absender, die den Begriff Google enthalten, von dieser Regel betroffen sein. Außerdem möchte ich hier noch den Betreff anwählen. Filterkriterium enthält. Sie sehen, man kann auch andere Kriterien festlegen. Den Wert Google. Die Groß- und Kleinschreibung werden nicht beachtet. Das heißt, der Begriff Google an sich wird in jedem Fall betroffen sein und ausgefiltert, egal ob das nun groß oder klein geschrieben ist. Und werde nun hier den Ordner auswählen, in den ich das verschiebe. Das ist der Ordner mit 5x A und speichere diese Spielregel ab. Damit ist dieser Filter gesetzt. Man kann insgesamt 500 Filter setzen. Sie sehen, ich habe zwei Filter gesetzt, einen für Doodle und den anderen, den ich gerade erstellt habe. Auf diese Weise werden in Zukunft alle E-Mails, die von Google kommen oder den Begriff Google im Betreff enthalten, bei mir in dem entsprechenden Ordner landen. Ja, das war's auch schon. So einfach ist das. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.